Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien wollen sich zeigen. Ihr bedenkt bitte, es ist immer eine allgemeine Legung. Das heißt, du kannst hier in der Reisegruppe sein oder eben auch nicht. Und das Video könnte wichtige Informationen für dich enthalten, je nachdem, wann du einfach auf das Video triffst. So, ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, welche Energien sich heute zeigen möchten. Da ist schon eine rausgesprungen. Welche Energien werden noch wichtig? Wow, so ihr Lieben, da haben wir sie schon. Wir haben hier die Neun der Schwerter, die Königin der Schwerter, die Fünf der Kelche, der Herrscher und den Ritter der Kelche. Und an der Unterseite versteckt sich hier das Ass der Münzen. Okay, ihr Lieben, also als erstes fällt mir hier ganz klar auf, dass du heute dich in einer Energie befinden könntest, in der du dir ziemliche Gedanken oder Schuldgefühle oder es geht um Reue oder einfach so Gedankenkarussell, wenn es um das Thema Entscheidungen geht, alte Ängste. Wenn es darum geht, dass sich hier vielleicht nochmal Themen aus der Vergangenheit zeigen, die dir immer wieder im Kopf kreisen. Und das könnte entweder mit einer Königin der Schwerter zu tun haben, also Waage, Zwillinge, Wassermann-Energie, oder du selber nimmst heute eine sehr analytische und klare Position ein. Es geht hier um Entscheidung und es kann sich mit den Fünf der Kelchen um eine Entscheidung handeln, die von einer gewissen Enttäuschung sprechen. Beziehungsweise kann es sein, dass dir heute etwas klar wird, weil die Fünf der Kelche ist eine Karte, die sagt, ich habe mich bisher immer auf das fokussiert, was nicht funktioniert hat. Und jetzt kann es sein, dass du aus dieser Reue oder diesem Gedankenkarussell, aus dieser Energie rausgehst und hier dir wirklich mal bewusst machst mit der Königin der Schwerter-Energie, wieso oder wo hast du hier eigentlich an Energien und emotionalen Verletzungen festgehalten, was dir eigentlich überhaupt nichts bringt? Kelche, die schon umgefallen sind. Und die Fünf der Kelche sagt ja, es ist ja der Hinweis, fokussiere nicht mehr auf dich auf das, was nicht funktioniert hat, sondern schau für dich, was konntest du aus dieser Situation lernen. Da könnte ein Herrscher heute wichtig sein. Das könnte entweder der Grund für diese Energie sein, eine Herrscherenergie, eine Witterenergie. Es könnte auch ein Vorgesetzter sein, es könnte eine Vaterfigur sein, es könnte ja einfach irgendein Mensch sein, der sehr in seiner Klarheit, in seiner Struktur schon sehr unabhängig ist, aber auch sehr verbissen. Der Herrscher ist ja der König aller Könige im Tarot. Das heißt, er verbindet hier alle Elemente und er weiß, was er will. Aber er ist halt auch sehr unflexibel. Das muss man dazu sagen. Und entweder hilft dir heute eine Herrscherenergie, um hier etwas anders zu betrachten, oder ein Herrscher ist der Grund, oder durch den Ritter der Kelche könnte es sein, dass heute eine Herrscherfigur auf dich zukommt mit liebevollen Angeboten, Entgegenkommen, Versöhnungsenergie und einem Vorschlag, wie man etwas in eine neue Stabilität bringen kann, sodass es auch sein kann, dass hier dieses Gedankenkarussell heute auch ein Ende findet. Also das ist ja alles tatsächlich von der Energie und von den Karten her möglich. Ich lasse jetzt hier aber nochmal Klärungsenergien aus dem After-Tarot springen. Das gibt's ja nicht. Königin der Schwerter und König der Schwerter. Irgendjemand legt sein Schwert hier nieder. Irgendjemand öffnet seinen Blick, seinen Geist, sieht etwas klarer. Das könntest du sein oder tatsächlich eine andere Energie, die Energie, die hier auf dich zukommt. Wir schauen mal weiter. Das gibt's ja nicht. Die Neun der Münzen und das Ass der Kelche. Guckt mal. Es geht hier um eine Wertsteigerung. Also es könnte tatsächlich sein, dass hier heute das gibt's ja nicht. Guckt euch das an. Die Fünf der Kelche aus dem Tarot, was kommt danach? Und hier die Fünf der Kelche aus dem normalen Tarot. Wahnsinn! Also das ist kein Zufall, ihr Lieben. Ich glaube tatsächlich, dass sich heute eine Situation hier wandeln kann. Eine Situation, die
Ja, wo du einfach bisher dir irgendwelche Gedanken gemacht hast, was du nicht einordnen konntest, wo du dieses Gedankenkarussell, Schuldgefühle, schlechte Gedanken, negative Gedanken hattest und wo du immer versucht hast, sehr kühl und klar zu agieren. Und hier könnte sich aber heute eine Situation wandeln. Und was ich auch spannend finde, unter den 5 der Kelchen aus dem After Tarot lagen die 3 der Schwerter. Ich habe das Gefühl, die ist noch wichtig, weil die 3 der Schwerter aus dem Tarot, was kommt danach, steht ebenfalls für eine Heilungsenergie in einer Situation, in der man wirklich sehr im Kummer war. Und da kann es sein, dass sich hier heute plötzlich etwas wandelt. Man kommt in einen Wert. Die 9 der Münzen ist für mich eine sehr wertvolle Glücksenergie. Es ist eine Jungfraukarte, die Jungfrau steht auch für ein heilendes Prinzip. Und hier geht es um das Thema entweder Selbstliebe oder tatsächlich um die Liebe und die Wertschätzung und emotionale Anerkennung durch eine andere Person. Also irgendetwas könnte sich heute hier wandeln durch Entgegenkommen, durch Versöhnung, durch Aussprachen, durch emotionale Verbindungen. Ja, ich lasse jetzt hier nochmal ein Krafttier für den heutigen Tag springen. Welches Krafttier begleitet euch hier? Da haben wir hier einmal das Krokodil, die Transformation, Urängste, das gibt es ja nicht. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden Heilung. Das, was ich gerade sagte, das sind die Urängste. Und das ist die Heilung. Wahnsinn. Sinn. Und an der Unterseite oder ist er noch mit rausgesprungen, die Katze, die Selbstbestimmung. Sei vollkommen entspannt, fokussiert und aufmerksam, folge deinen Impulsen. Das ist auch hier die Königin der Schwerterenergie. Und an der Unterseite, und da haben wir schon wieder das Platzproblem, die Eule, die Einweihung. In der Dunkelheit wird das Licht geboren, wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Und ich glaube, es kann ja auch wirklich nochmal darum gehen, dass du dir eben hier deine alten Ängste bewusst wirst und hier ganz klar versuchst, in diese Heilungsenergie für dich auch zu gehen, weil, das muss ich auch immer dazu sagen, sicherlich hilft es uns, wenn Menschen wieder auf uns zukommen, die uns verletzt haben, etc. Aber entscheidend ist eigentlich eher, was können wir daraus lernen? Also in jeder Situation, gerade die, die doch relativ ja, schmerzhaft, enttäuschend sein kann, ne, wo man einfach so, ja, wo man schon getriggert wird, das hilft uns aber letztendlich auch, muss ich dazu sagen, wirklich zu gucken und gerade mit Saturn in Fische und dem rückläufigen Pluto und den rückläufigen Saturn wirklich nochmal genau fokussiert drauf zu schauen, wo darf ich denn nochmal über die Bücher gehen? Wo habe ich denn bei mir noch Schwachstellen? Und da könntest du heute auch noch mal ein ganzes Stück weiterkommen. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alles schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.